Moin moin und zurück zu Castlevania Symphony of the Night. Yeah, Pause ist endlich zu Ende. Ich hab wieder Zeit zum Zocken. Werf hier natürlich erstmal Stühle um, mach Kerzenhalter kaputt. Alles, was so zum Leben eines Halbvampirs dazugehört. Und werf accidentally mit Weihwasser. Ja, geil. Also, ich hab's gelernt in der Zwischenzeit. Na gut, vielleicht kriegen wir das ja irgendwie auch noch in den Griff. Wer weiß. Ich will's jetzt auf alle Fälle noch nicht beschwören. Sowieso würde ich hier auf gar nichts schwören im Spiel, denn ich bin echt nicht sicher, was uns hier noch erwartet. Also ich feiere es aber auf alle Fälle ab, das muss ich schon sagen. Und es war auch ein bisschen fies, jetzt dann zu sagen, Mensch, ich habe jetzt echt mal ein paar Tage gar keine Zeit für. Denn ihr kennt das vielleicht, wenn ihr ein Spiel einfach angefangen habt zu zocken und es ist halt einfach geil. Ja, man ist so ein bisschen gehypt drauf. Man möchte eigentlich so direkt ein bisschen, wow, den Gegnern in die Fräse springen. Alles klar. Okay, die geht hier wandern. Oder was macht ihr hier? Barbie? Ah, die geht hier ein bisschen spazieren, aber ich weiß nicht, aus welchem Grund. Es hat schon sowas von Barbie, hat aber auch irgendwie sowas von... Ja, ich glaube einfach, dass das schon so marionettenartige Gegner hier... Alter, die Sounds, ey. Und die Lache. Oh, die Lache, die sind... Nee, das... Nee. Das hat mich im letzten Part schon so getiltet. Heilige. Die sind sowas von creepy, die Viecher. Wow, da haben wir auch Schwein gehabt und richtig Schwein, dass wir hier das Level-Up noch gekriegt haben in genau dem Moment. Boah, aber ich sag's euch, die sind so creepy, die Teile. Die sind so creepy. Ich komme da drauf irgendwie gerade gar nicht klar. Ihr hört zwischendurch, wenn die sich aufrichten, diese Sounds. Die sind abartig. Abartig sind die. Und eine Frage, die ich mir tatsächlich auch gestellt habe, ist die, was... Hörst du auf, so scheiße zu lachen, bitte? Alter, das tiltet mich wirklich. Die tilten mich wirklich hier mit ihrer Lache. Ja, was ich mich auch frage, ist, ob wir hier oder was wir hier vor allem mit dem Geld machen. Denn in Castlevania 4 war es tatsächlich so, dass das Geld, wenn man da... bestimmte Anzahl gesammelt habt. Ich glaube, es waren irgendwie 70.000, 72.000, ich weiß es nicht. Dann hat man tatsächlich ein Extra-Leben gekriegt. Ich kann mir hier vorstellen, wenn das so ein bisschen mit RPG-Elementen ist, dass man vielleicht hier irgendwo sogar einen Shop oder irgendwas hat, aber das ist jetzt echt so ein reines Hirngespinst tatsächlich. Ich bin mir nicht sicher, was wir hier mit dem Geld anfangen sollen. Vielleicht mal ein ordentliches Roastbeef kaufen. Wird hier Alucard wahrscheinlich auch nicht ganz unrecht sein. Ja, okay. Die Tür ist anscheinend nur Deko. Genauso wie der Kollege hier. Warum ist da nur einer aus Gold? Ist da die Farbe ausgegangen oder was habt ihr euch dabei gedacht? Wow! Was habt ihr euch dabei gedacht? Was zum Teufel ist das? Wow! Der wirft! Heilige! Okay. Und jetzt weg hier! Alter, der ist mir ja echt nicht geheuer hier. Der Spacko vom Dienst hier mit seiner... Können wir die irgendwie mitnehmen? Das wäre ja total geil. Aber ich glaube, da klappt uns Alucard einfach zusammen mit den schmalen Schultern hier. Wobei, ich muss ja sagen, ich bin ja auch so ein kleines Schmalchen, so ein bisschen zumindest. Auf jeden Fall war das eigentlich ganz lustig, als ich neulich mal bei einem Arzt war, weil der Rücken mal wieder gestresst hat und er meinte so, ja, ja, das kenne ich so von den Windhundfrauen, ja. Total schlank, aber überhaupt keine Muskulatur und ich gucke ihn nur so an und dachte mir so,
What the fuck? Hast du mich gerade Windhund genannt? Ist das dein Ernst? Also entweder war das so seine Art, Leuten Komplimente zu machen? Ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen sonderbar. Ich habe also erstmal ein bisschen geguckt. Genau wie der Kollege hier, der hält nämlich nicht so wirklich viel aus. Ja, es wäre ja auch immer noch wieder Zeit für ein bisschen mehr Fleisch hier im Inventar. Ich weiß, wir haben... Wo war's denn? Ja, wir haben hier tatsächlich neben dem Turkey, Roast Turkey, noch eine Potion, die zumindest ein bisschen HP herstellt. Ist natürlich jetzt wieder so, dass ich nicht weiß, wie viel das ist. Ich will aber versuchen, mir die hier mal aufzuheben. Wow! Was zum Teufel ist das? Wow! Und da ging irgendwie der Schlag nicht durch. Keine Ahnung, wie das gemeint war. Huch! Ja, und der hier auch nicht so wirklich. Also, da scheint es noch ein Mittelding zu geben. Je nachdem, wie wir springen, zwischen Mitte und unten. Und das ist jetzt ganz kacke. Nee, ich habe hier eine bestimmte Höhe. Ich komme hier auch gerade gar nicht mehr raus. Was zum Teufel? Nee, ich kann die hier gerade nicht erwischen. Warum nicht? Das verstehe ich jetzt nicht, okay? Ich meine, ja, so geht's, aber... mit dem richtigen Timing, aber so richtig habe ich das jetzt gerade nicht verstanden. Also die scheinen manchmal so zu fliegen, dass sie direkt zwischen einem oberen Schlag und einem unteren Schlag sind. Und dann sind die natürlich nicht so richtig geil zu erwischen. Ja, das da nämlich. Das ist echt ein bisschen dreist, muss ich sagen. Ich hätte wahrscheinlich einfach am Anfang direkt drumherum fliegen sollen. Jetzt haben wir natürlich wieder super unnötig Energie hier gelassen. Das ist kacke. Aber gut, ihr mögt es mir nachsehen, wenn ich mich da halt einfach ein bisschen anstelle. Will ich beim Messer bleiben? Ich lass es einfach mal. Jetzt haben wir ja eh keine andere Wahl mehr. Ich weiß nicht, was hier wirklich besser ist. Zumindest in Castlevania 4 war es so, man wollte einfach das Kreuz haben. Wie das jetzt hier ist, ob es hier eine Waffe gibt, die irgendwie OP ist oder... eine Waffe, die man haben will und eine, die man einfach ja direkt wieder in den Müll schmeißt. Das weiß ich tatsächlich nicht. Was zum Teufel bist du? Okay, wir haben reichlich Messer hier. Ich würde die hier erstmal nutzen. Wow! Okay, du hast Spaß mit Feuerbällen, ja? Wow! Okay. Holy shit, also da haben wir auf jeden Fall jede Menge Messer gelassen. Keine Ahnung, ob gut. Ich weiß aber auch nicht, was das ist. Zwischenbosse sind das auf alle Fälle nicht. Aber sind auf jeden Fall knackiger wie die ganzen normalen Gegner hier. Will ich das? Will ich das? Ja gut, jetzt haben wir wieder keine andere Wahl. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es hier beim Spiel vielleicht sogar vorgegeben ist, dass das Spiel sagt, hey, du brauchst jetzt vielleicht das, because you're a fucking noob und ich bin hilfreich, also schmeiße ich dir das mal hin. Ich weiß es nicht. Es kann jetzt wirklich sein, dass das Weihwasser hier einfach so da ist oder dass das aus einem bestimmten Grund da ist. Und wir switchen wieder die Stages. Kommen in ein neues Gebiet. Oh, ein neues, altes Gebiet. Auf jeden Fall eins, das wir kennen. Ja? Hi. Du blutest gerne aus, ha? Huh? Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Und wir sind wieder hier. Wo wir ganz am Anfang mal waren. Ha!
Okay. Das ist jetzt natürlich witzig. Das heißt, wir haben hier auf alle Fälle eine Abkürzung geschaffen, wo wir lang können. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, was uns das sonst noch bringt. Wir haben hier auf jeden Fall nochmal Shield Potion bekommen und haben jetzt zwei dafür. Ich bin mir nicht sicher. Also ja, wir sind jetzt wieder hier. Das heißt aber eigentlich, dass der Weg, den wir hier gegangen sind, nicht der richtige ist, wenn ich es hier richtig im Kopf habe. Aber was ist dann der richtige? Jetzt sind wir tatsächlich wieder hier. Ich bin gerade wirklich ein bisschen verwirrt noch, doch. Oh, hopsa. Das hatte ich jetzt auch nicht mehr im Kopf, dass die Dinger hier durchgehen, aber ist ja eigentlich auch logisch. Also ich bin wirklich noch nicht ganz sicher, was das hier gibt. Und ich komme immer noch nicht klar mit meinen Waffen hier. Ja, ich würde tatsächlich hier nochmal zwischenspeichern, wenn wir eh gerade da sind. Was ich allerdings wirklich nicht schnalle, ist jetzt, sind wir einen falschen Weg gegangen? Ist das accidentally irgendwie der falsche Weg? Ich meine, das hat uns jetzt nur hier zurückgeführt. Und ich meine, dass die andere Stelle, wo wir waren, oder den anderen Weg, den wir hätten gehen können. Ja, der Aufzug hier funktioniert noch nicht. So weit waren wir tatsächlich schon. Was zum Teufel? Warum geht denn jetzt die Attacke nicht durch? Manchmal macht sie das einfach. Wow. Ist klar. Da kommt wieder er hier. Ah, ich wollte drüber springen. Will er nicht so? Will ich nicht so? Ich weiß es nicht. Ach, und die geht hinter ihm durch. Ist nicht wahr. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich bin jetzt einfach gerade schon wieder grandios verwirrt. Das ist gerade nicht ganz so geil, weil ich eigentlich dachte, wir haben hier in der Marble-Galerie einen Weg. Und jetzt führt er uns einfach nur zurück. Ich bin echt ein bisschen verwirrt. Ich kann mir gerade nicht denken, dass es so gedacht ist, dass wir hier lang gehen. Komisch. Ich bin auch hier ein bisschen verwirrt. Wir haben ja eben die Axt von ihm getroffen und konnten die damit wirklich abwehren. Und jetzt habe ich gedacht, naja, jetzt setzt er den Schlag unten an. Ja, und ich werfe immer noch die Dinger. Ich weiß, ich darf die zwei Tasten nicht gleichzeitig drücken. Immer noch nicht. Hab gedacht, ich setze den Schlag jetzt einfach unten an. Und dann treffe ich die irgendwie. Aber das ist nicht so ganz gegangen. Okay. Also ich wusste, dass ich jetzt hier tatsächlich noch einen Durchgang tatsächlich gibt, einen Geheimdurchgang. Ja. Geilo. Okay, zumindest den haben wir jetzt nochmal gefunden hier. Ich
Ich muss sagen, ich bin mit dem nach unten schlagen in irgendeiner Art und Weise echt noch nicht so... Komme ich noch nicht so ganz mit klar. Das ist jetzt echt was, was man vorher noch gar nicht hatte in den Spielen. Geil! Alter, also das hat sich jetzt wirklich krass gelohnt. Das ist jetzt richtig genial. Ich habe mir auch noch überlegt, ja, holst du den halt einfach später oder so? Wie kommen wir jetzt hier wieder? Ach so. Boah, ich dachte eben schon, jetzt ist gelaufen hier. Okay, also ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher, wie das jetzt vom Spiel gedacht ist, wo wir jetzt hin sollen. Denn das führt uns hierher zurück, aber wir hatten hier eigentlich nichts mehr zu tun, wenn ich es recht im Kopf habe. Ja, und da sind wir nämlich wieder hier. Also ich laufe jetzt einfach nochmal zurück, wo wir hergekommen sind und guck vielleicht mal, ob da noch ein Weg war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Wow. Der ganze Sinn und Zweck von der Marble-Galerie darin bestand, dass wir hier wieder zurückkommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und ich habe keine Ahnung, warum ich das nicht hinkriege. Also, vielleicht müsste ich mir auch meine Tasten anders legen. Vielleicht wird das ja schon helfen. Aber das ist jetzt schon wieder echt krass. Also, ich bin saumäßig verwirrt. Das ist, glaube ich, so ein Dauerzustand hier. Bei mir und dem Spiel. Also, na, ich kann da jeden verstehen, der sich denkt, oh Mann, meine Fresse, stellt die sich dran. Ist halt aber einfach so. Das ist auch einfach so das Ding vom Blei. Vielleicht stelle ich mich auch drüber hinaus noch an, weiß ich nicht. Kann echt gut sein. Aber es ist halt auch schon ein krasser Unterschied zu den alten Spielen. Wir wollen hier, glaube ich, einmal noch durch. Wieso kann ich jetzt hier nicht mehr... Wieso komme ich jetzt hier nicht mehr lang? Ich komme hier nirgendwo mehr lang. Willst du mich ver... Aha. Auch das habe ich irgendwie schon wieder vergessen. Das ging tatsächlich irgendwann mal besser. Oh mein Gott. Dass man hier durch die Dinger auch nach unten durch kann. Wer hätte es gedacht? Mhm. Weisheiten des Alltags. Und das Ganze ohne Kaffee. Vielleicht liegt auch da irgendwie der Hund begraben. Oder der... Ich weiß nicht, was so Leute in ihren Gärten vergraben. Ich vergrabe ja eigentlich nichts. Wenn, dann machen das die Katzen. Nee, und ich bin mir echt nicht sicher, was ich damit jetzt... Was mir das sagen soll, was der Künstler damit ausdrücken will. Auf jeden Fall ist die Mucke hier ziemlich viel geiler. Jetzt ist aber der Gegner wahrscheinlich wieder da, ne? Oder nicht? Ja, klar. So ein hässliches Viech. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir... Ich bin gerade wirklich derbe verwirrt. Ging es hier irgendwo runter? Nee. Keine Ahnung, ob wir hier lang müssen, wo wir hier lang müssen. Ich würde vielleicht fast sagen, ich mache an der Stelle einfach mal einen kurzen Part. Dann kann ich vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Vorrat aufnehmen. Und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal dann wieder. Vielleicht habe ich dann immerhin mal eine Idee, wo ich lang will. Das wäre zumindest eine kleine Hilfe. Yeah! Oh, okay. Warum haben wir den jetzt so easy down bekommen?
krass. Also da scheint sich beim Level-Up wirklich einiges zu tun. 88, 70, 81. Stärke 10, Konstitution 11 plus 1. Okay, das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Ja, aber ich würde sagen, an der Stelle mache ich vielleicht einen kleinen Cut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mit dem Messer, würde ich sagen. Und dann habe ich vielleicht auch einen kleinen Strahl, wo ich eigentlich hin will. Bis dann!